Gut zu wissen. Aber jetzt machen wir es mal hier so richtig. So richtig ehrhaft. Erhaben und ehrenhaft. Machen einfach mal hier die Leute platt. Perfekt. So, weiter geht's. Und Erebus-Kristall Nummer 1. Stirb. So, und da haben wir auch das erste Relikt bekommen. Erebus-Kristall. Weil es davon ja so wenig gibt. Nur 5 Stück. Und wir wissen ja, solche Relikte braucht man ja auch eh mal 5 Stück. Das ist halt wie Fledermauszahn oder Gift oder sonst irgendwas. Hier Giftblase oder Schleim oder Schildkrötenpanzer. Davon braucht man ja eh mal 5 Stück, damit man ein komplettes Relikt voll hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Erebus-Kristalle man überhaupt benötigt. Oder ob man die überhaupt benötigt, um Artefakte zu bauen. Das weiß ich gerade gar nicht. Also mir ist das jetzt nicht so bekannt. Aber bestimmt, da muss es ja was geben. So, sonst könnte man sich das Ding irgendwo in den Kopfschuss rein. In den Kopfschuss. In den Kopfschutz reinknallen und dann hier einmal Lebenskraftwiderstand generieren. 2% ist ja richtig viel. Ja, okay, wenn man davon 5 Stück hat, dann hat man schon 10%. Ich weiß, man sollte das nicht immer so runter reduzieren. 10% sind immerhin 10%, ja, aber trotzdem, da gibt es weit Gott Besseres. Und ich sag mal, was 10%? 10%, das ist, wenn man im epischen Modus ist, wo, die ganzen Resistenzen eh nochmal komplett runtergesetzt werden, ja, auf minus 50% oder minus 30% oder was es ist, da ist man so am Arsch und dann minus 10%. Das ist wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist gar nichts. Da geht man eher danach, dass man dann halt einfach den Kompromiss eingeht. Dann werde ich halt nicht mehr getroffen. Dann bleibe ich in dem Zeug nicht stehen. Dann werde ich einfach nicht mehr getroffen. Dann versuche ich, die Gegner zu töten, bevor die mich überhaupt sehen oder treffen oder sonst irgendwas. Irgendwie den Gedanken überhaupt hegen, ihre Waffe gegen mich zu erheben. Ja? So sollte man dann rangehen. Mit dieser Maßgabe. Hui! Kiste, yay! Haufen Zeug, yay! Mit Zeug, mit. Ja, mit Haufen, was wir nicht benötigen. So, okay, das sind wir auch. Ich glaube, war das hier nicht dieser eine große Raum, wo gleich zwei Erebus-Kristalle nebeneinander standen? Es gab auf alle Fälle so eine große Halle. Das weiß ich noch ziemlich genau, dass wo hier ein oder zwei Erebus-Kristalle direkt in der Mitte standen. Ja, hier haben wir schon mal einen. Boah, wie hier sprinten, das sind ja hier richtig arge Tiere. Ja. So eine wahren Kämpfer sind halt für die kurzen Distanzen. Also auf kurzen Distanzen sind die auf alle Fälle tödlich. Muss man so sagen. Und festhalten. Hätten wir nicht so weit weggestanden, wären wir tot gewesen, ja. So. Jetzt müssen wir bloß nochmal hier gucken, ob da auch noch was war. Oh, das sieht doch hier aus, als ob da wieder ein grüner Speer mit bei wäre. Blau glaube ich nämlich nicht. Aber grün könnte es sein. Ja, ist grün gewesen. So. Ja, okay, war doch bloß ein Erebus-Kristall, der hier direkt in der Dings getrumpft hat. So. Der Halle. Obwohl, jetzt habe ich euch wahrscheinlich übel heiß gemacht wegen diesen scheiß Erebus-Kristallen, aber ich glaube, die kann man auch wirklich gar nicht so arg übersehen. Oh, ich glaube, das ist sogar der letzte Brunnen. Das müsste der letzte Brunnen sein auf unserer Reise zu dem ehrenwerten Hades, den wir dann in den Arsch treten. Das müsste echt der letzte Brunnen sein. Es kann. Ist es denn die Möglichkeit? Echt?
So. Und das, was ich sagen wollte, die Erebus-Kristalle. Jetzt habe ich euch wahrscheinlich überheiß gemacht, von wegen, ja, ihr dürft bloß keinen verpassen und so. Ja, das ist richtig. Ihr dürft Kill verpassen. Ihr solltet Kill verpassen, sonst kriegt ihr dann die Quest nicht. Aber, dazu möchte ich euch auch noch sagen, wenn ihr jetzt hier übel rumsucht, boah, wo sind die denn? Also, zwei findet man direkt vor Hades. Moment, wo geht's denn da? Zwei findet man dann direkt vor Hades. Obwohl, ich glaube... Nee, das ist hier noch nicht der letzte Brunnen gewesen. Nee, auf alle Fälle nicht. Ja, die sehen ja auch alle so ähnlich aus. Die Brunnen ist klar, aber ich meine der Abschnitt, wo der Brunnen war... Die sehen alle ziemlich ähnlich aus. So, und die letzten zwei Erebus-Kristalle, die findet man direkt vor Hades. Also noch nicht mal vor... Na, ich glaube, könnte man das so titulieren? Direkt im Pavillon, wo Hades steht? Na, auf alle Fälle bei seinem Thronsaal. Direkt davor. Da findet man die zwei. Die sind halt so schön leuchtend dargestellt. Mich jetzt arschen oder was hier? Alter, jetzt... Was wollt ihr denn? Ihr elendigen Scheiß-Kack-Typis, ja? Keine Eier in der Hose hier, ne? Aber den Leuten das Mana abspenstig machen. Alter! Dankeschön, nochmal! Jetzt gibt's hier aber volle Möhre, was auf den Arsch, ey. Affenköpfe. Ja, klauen wir dir doch gleich 5-mal das Mana. Was will ich denn da machen, Freunde? Echt, was will ich denn da machen? Da kann ich doch gar nichts machen. Außer mich ärgern. So, aber das ist der erste General gewesen. Ja, oder die ersten zwei Generäle. So. Nun gut. Nichtsdestotrotz, wir müssen hier weiter. Weiter. Immer weiter. Mehr Power. Oh Gott. Gewundener Abstieg. So, bleiben wir mal immer schön an der Kante, sodass wir dann halt nach oben oder nach rechts gucken können. Und nicht Gefahr laufen, dass uns irgendjemand in den Rücken schlägt. Perfekt. So, jetzt hier wieder nach unten zu kämpfen. Ah, da rollen sich mir die Zehennägel schon ein bisschen. Das mag ich überhaupt gar nicht, aber wem sage ich das? Ihr wisst es ja. Oh, die Spannung steigt. Die Spannung, sie ist so... Oh, die kann man schon fast greifen. Spürt er sie? Oh. Was ist das hier für eine? Oh, gigantische Vorhut. Komm, schenkt uns noch zwei Level. Obwohl, einen Punkt können wir ja irgendwo rausnehmen, dann können wir zumindest das Gift schon mal leveln, obwohl... Ey, da rollt uns ein Kopf hinterher. Habt ihr gesehen, so ein Helm? Juhu! Okay, so... Haha! Verarscht. So. Jetzt hätte er was Blaues droppen müssen und dann so, ha, verarscht. Gefängnis der Seelen. Ah, okay. Hier nochmal so ein schönes, kleines Gebiet voll mit Albino-Spinnchen. Und hier für die Leute, die sich jetzt so fragen, ey, hier links und rechts doch über die Gefängnisse, kann man die öffnen? Die kann man jetzt in unserem Abschnitt noch nicht öffnen. Die sind noch alle gesperrt. Aber ich glaube, bei dem letzten General, in Anführungszeichen gesprochen, bei dem, das müsste der letzte General sein, bei dem letzten General bekommen wir einen Schlüssel,
mit dem wir dann halt diese Käfige öffnen können. Bringt uns zwar nicht wirklich was, aber wir haben dann die Möglichkeiten, diese Käfige zu öffnen. Und man versucht doch eh immer alles mitzunehmen, was man kriegen kann. Und ich glaube, das ist jetzt der letzte Brunnen. So. Und man sieht schon auf der Karte, es ist ziemlich verwinkelt angezeigt, dass es sich hier Haufen Auf- und Abgänge gibt und Zugänge und Höhleneingänge und bla bla bla. Und das ist halt, das sind hier halt alles Haupttunnelanlagen, die, also das Ding hat hier zwei Eingänge, einmal hier oben, also einmal hier vorne rechts und einmal da oben rechts. Also das ist halt alles ziemlich verworren und ziemlich verwinkelt, aber im Endeffekt nicht ziemlich weitläufig. Ja. Das ist eigentlich alles hier unmittelbar nebenan, könnte man so sagen. So. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. So, okay. Jetzt dem Typen da, dem Rächer, ordentlich mal die Levite lesen lassen. Ja. So. Okay. Die Tür hätten wir auch geöffnet. Dann kommen wir nämlich hier auch schon wieder raus. Und jetzt gehen wir einfach mal hier nach oben. Und ich glaube, hier ist auch der letzte Erborus-Kristall vor Hades sein Palast, den wir mitnehmen müssen. So wie ein General oder so. Kann ja auch sein. Da kam der General dann noch ein Stückchen später. Hier durch das Portal, durch dieses, obwohl es ja eigentlich im weitesten Sinne ist es ja eigentlich auch ein Portal. Portal ist ja Latein und heißt einfach nur Tür. Und somit ist es eigentlich auch ein Portal. So. Aber wir sagen jetzt einfach mal Tür, weil Portal sind für uns diese mechanischen Dinger, die uns zu anderen Gebieten teleportieren. Also weit reisen lassen, ja. Deswegen Täler heißt der weit. Oder fern oder so. Irgendwas in diesem Sinne. Latein kann man ja immer auslegen. So hat es mir meine Deutschlehrerin beigebracht und immer gesagt, ja, man darf das immer nicht so sehen. Ja, es ist zwar richtig, das ist aber kann man auch anders definieren. So. So wolltest du mir dann Latein abspenstig machen, dass ich Latein nicht lernen sollte, ja? Oh, ist das nicht genial? Ja, das ist ziemlich genial. Feuer in der Hohe! Feuer in der Stellung, Alter. Das war ja ziemlich krass. Aber ich habe hier in keinster Weise irgendwie Angst gehabt, dass ich da sterbe. Nee. Wir haben ja noch eigentlich... Eigentlich haben wir noch zwei über. Ja? Also zweimal dürfen wir noch sterben. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Aber auf die zweimal möchte ich jetzt... ich möchte mich auch unterbieten, ja? Achtmal gestorben ist schon siebenmal zu viel. Also mit dem einen Tod habe ich mich angefreundet, ja? Von wegen, wo ich da so die Platte geschrottet hatte. Aber mit den anderen möchte ich mich nicht anfreunden, weil das ja wirklich meine Inkompetenz war. Ich sag bloß, angefangen hat es ja alles mit dem Yeti. Ja, angefangen hat es alles mit dem Yeti. Und das andere, das war dann alles schon sinnlos. Ich sag hier bloß, unser letzter, ja, hier Xerberus, das war ja komplett, das war falscher Stolz, Freunde. Falscher Stolz, ich präge diesen Begriff, ja. Falscher Stolz ist wirklich, wenn man sich wichtiger fühlt, als man ist. Ja? Wenn man denkt, dass man Sachen stemmen kann, die einen eigentlich, ja, nichts bringen. Das ist genauso wie, wenn man krank ist und in die Schule geht. So, einem selbst bringt das nicht wirklich was. Man steckt bloß die anderen Leute ein. Oder wenn man halt auch auf Arbeit, das ist genau dasselbe. Wenn man dann schon vielleicht in der Arbeitswelt steht und man sagt, ja, die anderen schaffen es nicht ohne mich. Es ist zwar richtig, ja, aber es bringt einem auch nichts, wenn man dann die ganzen anderen ansteckt und dann man kollektiv gar nichts schafft. Sehr schön, ne? Das ist alles einfach nur falscher Stolz und ich habe nämlich auch einige Kollegen, die diesen mitbringen auf Arbeit. Das ist echt so arg sinnlos. Also ich nerv...
Also ich habe da immer so über die Verachtung gegen solche Leute, weil nichts gegen die Leute an sich, nein, überhaupt gar nicht, sondern einfach nur, dass die sich wichtiger machen, als sie wirklich sind. Und dass die anderen Leute immer anstecken und dann man selbst mit einer Rotznase da sitzt, ja. Obwohl man eigentlich das verhindern hätte können, indem die anderen einfach mal zu Hause geblieben wären. So wie man es denen die ganze Zeit schon sagt. Ja, aber das ist ein falscher Stolz. Nun gut. Okay, wir haben die drei Generäle. Haben dadurch jetzt auch 5% mehr Schaden jetzt. Was auch ziemlich geil ist. Das erhöht jetzt nicht nur den... Ja, in Anführungszeichen gesprochen, ja. Alles in Anführungszeichen heute. Nicht nur den Durchschlagschaden, sondern wirklich allen. Also jeglicher Schaden, den wir rausknallen. Also sei es Gift, sei es Blutung, sei es normaler Schaden, sei es einfach nur physischer Schaden, sei es Tante Emmas Einkaufstasche oder sonst irgendwas. Egal, was wir für Schaden machen, wir machen 5% mehr Schaden. Das ist natürlich ziemlich cool. So, und hier wären wir nämlich runtergekommen. Wenn wir jetzt hier oben... Ja, genau. Da wären wir nämlich da rausgekommen. Perfekt, wa? Passt ja. Oh Gott. Es sind nur noch wenige Meter, Freunde. Wenige Meter. Ich kenne diesen Abstieg wie meine Westentasche. Und jetzt muss ich so instant tot. Von so einem Typen, der einfach mal so um die Ecke gesportet kommt. Nee, jetzt kommt hier gleich auf der rechten Seite, müsste, da wo das Ausrufezeichen unter anderem ist, Behüter der Seelen. Das ist der, der uns unter anderem den Schlüssel gibt, um hier diese ganzen Kerker aufzumachen. Das ist halt so ein großer Metallkrieger. Bloß ein bisschen robuster. Ich glaube, wenn der nicht sogar einen Stern über der Birne hat. So, der kommt dann gleich auf unserer rechten. Und... Ja, genau. Und der hat auch Life Leech. Ja, und dieses eklige Zeug da. Ja, der hat sogar einen Stern drüber. Der klaut aber nicht gerade unwesentlich. Also der klaut schon so ziemlich viel, muss ich so sagen, ja. Lehm. Okay, dann haben wir hier den Schlüssel. Den sollte man einfach, keine Ahnung, wo man den deponieren sollte. Vielleicht hier einfach in dem Baggy, in dem man eh den ganzen Mist drin hat. Da könnte man den drinnen... Rums! Aha! Ui, 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 ui. Mensch, 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 was wir hier so alles haben. Gut. Brauchen wir aber nicht. Nehmen wir trotzdem erstmal mit. Hier, komm. Dass unsere Taschen ein bisschen voller sind. So. Nun gut. Was wollte ich gerade sagen? Achso, genau. Die Taschen. Indem man eh Haufen das ganze Zeug drin hat, hier so einen sinnlosen Schnickschnack, da kann man solche Dinger reinwerfen, weil in den höheren Gebieten braucht ihr dann nicht einen epischen Seelenschlüssel, sondern der Schlüssel bleibt immer noch der normale Seelenschlüssel. Das werden wir dann im epischen sehen, wenn wir dann hier auch im Hades sind und dann die ersten Gefängnisse dann vor uns haben. Da können wir die Gefängnisse auch öffnen. Wir könnten jetzt auch zurücklaufen und dort uns überall immer diese... kleinen Truhen öffnen, das ist alles Jacke wie Hose, das könnten wir machen. Lassen wir aber jetzt erstmal schön bleiben, weil brauchen wir jetzt nicht. Die jetzt wirklich da auf diese Wahrscheinlichkeit zu hoffen, dass da irgendwas Besonderes drin ist, also da, das ist so gering, ja, dass da irgendwas überhaupt drin ist. Außer Heiltränke. Also ernsthaft, da kann man echt drauf verzichten und dann können wir eher episch dann loslegen. So. Gut, hier haben wir den dritten Erebus-Kristall. Och ja, och ja.
Also, achso, in Summe gibt es unter anderem zwei Schlüssel, die man in seinem Inventar haben sollte, wenn man so einen ultimativen Helden haben möchte. Der andere Schlüssel ist halt wirklich so ein Easter Egg-Dingens. Das hatte ich vielleicht auch schon mal ein paar Mal angesprochen gehabt. Und zwar kommt man da bei Rhodos, da stand ich auf alle Fälle davor, daran kann ich mich erinnern. Da gibt es bei Rhodos so einen Geheimgang. Da braucht man aber dann halt auch den dementsprechenden Schlüssel. Und das ist einfach nur eine Schildkröte, ein Schildkrötenschlüssel, den Hades persönlich droppt, ja. Der wird von keiner Kreatur oder sonst irgendwas hier so gedroppt, sondern wirklich nur von Hades. Und das ist natürlich eine ganz große Ehre, wenn man das Ding hat, weil diesen Easter... Nein! Oh, jetzt sind wir da auch noch runtergefallen. In diesem Easter Egg-Raum. Davon hatte ich aber auch schon einige Male berichtet. In diesem Easter Egg-Raum gibt es da halt viele coole Sachen zu sehen. Erstens extrem krasses Gitarren-Riff-Solo. Also mit anderen Worten, geile Musik, ja, wenn man da reingeht. Außerdem kämpft man da gegen dieses Programmiererteam von diesem Spiel. Also jeder Programmierer, der bei diesem Spiel beteiligt war, hat dann halt sich bzw. seinen Namen einem Monster gegeben. Und man muss die alle besiegen. Und wenn man alle besiegt hat, hat man dann halt das Recht erworben, eine riesengroße Truhe zu öffnen. Die, ja, wie soll ich sagen, die halt besondere Items droppt, blaue Items und, ja, wie soll ich sagen, coole Items eigentlich, aber leider auch zum Großteil nur Style-Sachen. Also wie zum Beispiel, was gab's da, Sherlock Holmes oder ein Pirat oder, ja, was gab's noch? Ninja? Nee, Ninja, das war wieder was anderes, aber halt wirklich so ein Zeug, was keine großen Bonnies hat, sondern wirklich nur zum Style da ist. Ich habe es leider nie geschafft, das Ding in Legendär aufzumachen. In Episch weiß ich es gar nicht, ob ich es in Episch geschafft habe. Aber jetzt wiederhole ich mich wahrscheinlich und die Leute, die hier mal so fleißig gucken, da deswegen höre ich jetzt auch gleich auf, davon zu schwärmen. So, jetzt haben wir hier den letzten Seelenstein und wollen wir doch jetzt gleich nochmal hier durchgehen. Kristallsaal. Muss man echt aufpassen. Weil das ist jetzt hier noch so eine kleine Lauf-Action. Ja? Also jetzt wandern wir hier zwar nochmal kurz durch. Jetzt kommt nicht mehr viel. Außer hier nochmal kurz den Bücker machen oder das Ding da aufheben. Jetzt kommt hier wirklich nichts mehr. Hier sind jetzt nochmal ein paar Monster. Drei Schüsse, alle tot. So, fertig ist. Jetzt kommen hier noch mehr Kristalle, noch mehr Kristalle, noch mehr Kristalle. Yay! Nicht ohne Grund hat das, also diese Kammer den Namen Kristallsaal gehabt. So, jetzt haben wir hier noch ein Erebus-Kristall. Und für die Leute, die mir aufmerksam zugehört haben, die haben jetzt schon so eine leise Ahnung, wo wir uns gerade befinden. Wir befinden uns gerade direkt vor Hades. Und haben jetzt gerade auch noch den fünften Erebus-Kristall besiegt. Ja, doch. Besiegt ist es schon richtig. So, hier vorne sehen wir schon. Oh, sieht schon ziemlich episch aus. Jetzt wollen wir hier nochmal kurz L drücken und uns woanders hinporten. Und zwar zum Turm des Gerichts. Ne, Ebene des Gerichts. Ebene des Gerichts? Ja, Ebene des Gerichts. Ah, nochmal schön strecken. Genau. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Können wir hier vielleicht noch irgendwas... irgendjemanden etwas abgeben. Nee. Weil wir haben ja noch diesen komischen Typen der Toten oder so, wie er hieß. Und ich habe echt keinen Plan mehr genau, wie wir die Quest beendet haben. Hm. Keine Ahnung. Also die Nebenquest, die werde ich dann nochmal offscreen hier beenden. Aber wir werden jetzt gemeinsam noch Hades seine Schatzkammer plündern, wo wir auch nochmal 100.000 Erfahrungspunkte bekommen. Mal gucken, ob wir damit, also erstens mit dem Weg bis nach Hades, also bis zur Hades seiner Schatzkammer meine ich natürlich, ob wir da nochmal so viele
Points, so viele Erfahrungspunkte generieren, dass wir jetzt noch ein Level-Up bekommen. Würde mich echt mal interessieren. Und echt begrüßen. So, ich muss jetzt aber auch den Weg frei kämpfen, weil durchrennen wäre auch eine Möglichkeit, eine Option, aber wir müssen ja dann nochmal zurücklaufen, weil wir haben jetzt das Portal, dieses Portal über L, haben wir ja direkt vor Hades gelegt gehabt und somit müssen wir jetzt uns dann auch ein feststehendes Portal suchen, um dort dann wieder zurückzuwandern. So, und das ist natürlich immer der einfachste Weg, wenn man das halt so direkt macht. Joa, ne? Okay. Ach Gott. Sturmwisp. Ich habe mich jetzt gerade schon gewundert, wieso die mich angreifen. Ach so, okay. Gut, da war ein Held mit bei, der diese beschwören konnte. Das sind unter anderem auch die Begleiter der Sturmmagier. Also Sturmmagier, die können sich so ein Wisp beschwören, hatte ich auch mal angesprochen. Und zwar hat der Wisp die Besonderheit, dass das Ding 99%ige Wahrscheinlichkeit hat, Angriffen auszuweichen. Also mit anderen Worten, wenn du das irgendwo in eine Gruppe reinstellst, hast du einen ziemlich guten Blocker. Das Ding ist aber instant tot, sollte es irgendwo... Sagen wir mal, das Ding hat einen Lebenspunkt, ja? Ein Lebenspunkt und ja... Aber eine 99%ige Wahrscheinlichkeit, Angriffen auszuweichen. Es ist wirklich so eine... wie soll ich es sagen? Es ist eine glückliche Fügung, wenn das Ding extrem lange überlebt. Aber es ist dann auch ziemlich blöd, wenn das dann auf einmal gleich mit dem ersten Schlag dann tot ist. Bei 99% Wahrscheinlichkeit heißt bei Meltas, dass es mit dem ersten Schlag stirbt. Also in solchen Dingern habe ich dann immer dieses, ich sollte Lotto spielen, Gefühl. Was ist das für ein Edelstein? Was ist das für ein Edelstein? Woher hast du ihn? So, woher ich den habe? Rechtmäßig geklaut, Junge. So, da haben wir jetzt die vier Steine hingelegt und jetzt können wir hier auch die Kammer öffnen. Super Sache. Hier die ganzen schönen Spiegeltruhen, besserer Gesundheitstrank, na bitte. Nehmen wir auch mal das ganze Gold mit. Haben wir uns reglich verdient. Ach du Scheiße. Hat sich ja echt richtig gelohnt. Aber 100.000 Erfahrungspunkte sieht man schon mal, wie viel das dann doch schon gewesen ist, ja. Also jetzt sind wir schon auf dem Weg zu Level 45. Und jetzt meckert der uns bloß an von wegen, das hätte mir zugestanden. Ich habe die Kammer schließlich gefunden. Wieso hast du sie bloß geöffnet? Das sind alles meine Schätze gewesen. Und so ein Scheiß labert der dann da halt. Boah, ja, jetzt ist hier ein Schrein der Erfahrung gewesen. Ach, Kacke. Nun gut. Juhu. Jetzt setze ich noch einen Punkt woanders rein, und zwar, ich weiß nicht, wo wir den Punkt rausnehmen, dass wir da halt einen Punkt zumindest schon mal reinsetzen können. So, gucken wir mal. Alles kann rückgängig gemacht werden. Alles kann rückgängig gemacht werden, das ist natürlich eine schöne Info. So, dann wollen wir mal die Möglichkeit dahingehend nutzen. Keine Ahnung. Hier, nehmen wir das. Zack. Es ist beschlossen. Es ist beschlossen. So, okay. Und dann haben wir da auch die Wahrscheinlichkeit, dass Angriffe, die uns treffen sollten, uns nicht treffen können. Also, wir haben jetzt eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, Angriffe zu umgehen für 3 Sekunden. 16% Wahrscheinlichkeit für 1,8 bis 2,8 Sekunden Verwirrung. Und das ist natürlich eine ziemlich geile Sache. Und diese Wahrscheinlichkeit, einen Angriff zu umgehen, das ist natürlich dann noch geiler, wenn wir das dann halt wirklich noch weiter upgraden. Aber jetzt sind wir mal gespannt, wie wir Hades entgegenstehen.
Oh ja, macht euch bereit. Für deine Höhe.